Television in Oberhausen. It is time to get our next warrior into the cage. Making his way to the GMC Blue Corner, representing Germany, please welcome Alexander Felix Schiffert, ein weiteres aufstrebendes Federgewicht, der ja Anfang des Jahres mit Titel sogar gekämpft hat hier bei GMC gegen Ömer Solmaz. Das heißt, ein gestandener Veteran, trotz seiner erst 25 Jahre, das wird eine harte Nuss heute für Morisado. Er hat schon bewiesen, Alexander Wiens, dass er gegen Klassekämpfer, die, sag ich mal, oben bei oberen Drittel mitspielen und sogar schon im Titelgespräch und im Titelrennen mitgespielt haben, dass er gegen die gut abliefern kann. Eine Punktniederlage gegen einen guten Gegner ist ja auch manchmal eine Empfehlung und das ist seine einzige Niederlage. Ich muss sagen, dass Wiens mit Sicherheit der erfahrenste Gegner ist, den Adorf bislang vor den Fäusten hatte. Und er kann natürlich, und da hat er so ein bisschen was mit Max Heine gemein, auch etwas von dem Fame abgreifen, wie die Jugend heute sagen würde. Denn den hat sein Gegner mit Sicherheit. Und Alexander Wiens, der ist ein sehr trockener Typ, der ist ein sehr nüchterner Typ, der sagt, du kannst berühmt sein, wie du willst. Alle Klicks der Welt nützen dir nichts, sobald sich hier diese Tür hinter uns schließt. Da gibt es nur noch zwei Leute, die den Kampfverlauf beeinflussen. Also ich finde das sehr beeindruckend, wie er damit umgeht. Ich hoffe, dass er auch während des Kampfes da so nüchtern rangeht. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Denn die Fallhöhe für seinen Gegner ist hoch und die Chance für ihn riesig. And now, welcoming his opponent to the GMC Red Corner. This man already has 3 GMC victories under his belt. Representing Germany, please welcome Maurice Adorf! Sehr besonderer Kämpfer, dieser Maurice Adorf, hat große Wellen geschlagen mit seinen ersten beiden Kämpfen, weil er an einen gewissen irischen MMA-Superstar erinnerte, nicht nur vom Look her, sondern auch vom Kampfsport, vom Kampfstil her. Also die ganze Aura, die ihn umgab, erinnerte sehr, sehr stark an Conor McGregor. Das hat ihm nicht nur Fans eingebracht, sondern sehr, sehr viele Hater. Wir haben jetzt auch hier ein paar Buhrufe gehört, obwohl wir hier heute vor heimischer Kulisse von ihm uns befinden. Er kommt ja aus Oberhausen, lebt hier, trainiert um die Ecke. Aber er sagt, ich möchte jetzt aus diesem Schatten heraustreten. Ich möchte weg von diesem McGregor-Image. Ich möchte mir einen eigenen Namen machen. Und dazu ist er auf dem besten Weg. Ist noch gar nicht so lange dabei. Gab sein Debüt erst im Oktober letzten Jahres, also vor ziemlich genau einem Jahr. Hat seitdem 3 Profikämpfe bestritten. Alle 3 gewonnen, einen durch K.O. Und zudem ist er auch im Amateurbereich unterwegs, kämpft immer wieder auf Grappling-Turnieren. Also ist jemand, der sich konstant Herausforderungen stellt. Und das muss man ihm lassen. Ob man jetzt Kritiker ist oder ob man Fan ist, am Ende des Tages stellt er sich. Und das ist das Besondere für mich an diesem Sport. Denn überall anders im Internet gibt es genug Leute, die, auf gut Deutsch gesagt, den Hafen aufreißen, die einfach mal was raushauen, aber dafür die Konsequenzen nicht tragen müssen. Und in diesem Sport muss man das. Da kann man zwar seinem Gegner gegenüber vielleicht mal eine große Klappe haben, aber am Ende des Tages wird es irgendwann real.
und dann muss man das Ganze ausbaden. Oder man ist tatsächlich so gut, wie man sagt. Und dann gibt einem auch die Faktenlage, die man schafft, recht. Und genau das muss er hier heute zeigen. Ja, nicht nur er, sondern auch sein Gegner Alexander Wienz, denn der hat auch ganz schön den Hafen aufgerissen, wie du so schön gesagt hast. Wir hatten ja bei GMC 22 beide Kämpfer schon mal im Cage bei einer kleinen Gegenüberstellung. Und Wienz hat sich da sehr, sehr deutlich geäußert, hat ihm da den Gruß von Götz von Berliching um die Ohren gehauen. Weiter will ich da jetzt gar nicht ins Detail gehen. Und auch der muss heute natürlich zeigen, dass er nicht nur eine große Klappe hat, sondern auch dieser Taten folgen lassen kann. Adolf auf der anderen Seite hat ja immer wieder mit der Kritik zu kämpfen. Man würde ihm hier Fallobst hinstellen. Er trainiert ja im Gym von GMC Matchmaker Denis Haji Abdurrahmanoglu. Aber so richtig stimmt tut das eigentlich auch gar nicht. Hat in seinem Debütkampf einen soliden Harun Güler vor die Fäuste bekommen. Im zweiten Kampf gab es dann tatsächlich einen nicht ganz so starken Gegner, der aber kurzfristig eingesprungen ist. Da konnte er jetzt auch nichts für. Und zuletzt hat er sich mit Martin Ulich, einem wirklich sehr, sehr starken Kämpfer aus dem schönen Wittenberg, gestellt. Ging genau auch fast verloren hätte. Also scheut die Herausforderung nicht. Und macht sich hier in seiner ganz ihm eigenen Art in seine Ecke. Meine Damen und Herren, der Fighter in der blauen Ecke. Im GMC-Kampf Federgewicht bis 66 Kilogramm. Repräsentiert das Sire Gym. Seine Bilanz 3 Siege, eine Niederlage. Hier ist aus Minden, NRW, Alexander Wien. Der Fighter in der roten Ecke. Er repräsentiert den Fight Club Gelsenkirchen, The Forge of Iron Hearts. Seine Bilanz, 3 Siege, keine Niederlage. Hier ist der GMC Fighter aus Gelsenkirchen. Please welcome Maurice the Great Also wir haben da einen sehr, sehr aufgeputschten Alexander Wienz gesehen, der da direkt nach vorn gestürmt ist. Gentlemen, you know the rules. Keep the fight clean and fair. When I say stop, I want you to stop the fight. Touch gloves if you want and do your corners. Adolf ein paar Nettigkeiten um die Ohren gehauen hat, aber den Touch Gloves gab es trotzdem. Ich wollte mal hoffen, dass Alexander Wienz hier nicht ein Opfer seiner eigenen Aufgeputschtheit wird, denn das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Adolf wirkt auf jeden Fall wie der Mann mit dem kühleren Kopf gerade und Das kann tatsächlich kampfentscheidend sein. Wir schauen mal, wer hier in der Lage sein wird, seine Techniken abzurufen. Sofort geht's nach vorne, sofort Adolf in der Rechtsauslage macht Druck. Es steht viel auf dem Spiel für beide hier. Rechte schickt Adolf zu Boden. Adolf zu Boden. Dann gibt es noch eine Flugstunde hinterher. Suplex. Guter Start hier für Wienz. Und jetzt muss Adolf beweisen, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Mehr als 500 Fans sind hier mit angereist. Die hatten sich weit. Er ist natürlich der Heimathlet. Wienz ruft ihm hier immer wieder ein paar Nettigkeiten zu. Adolf war ja im Vorfeld auch kein Kind von schlechten Eltern, hat immer wieder gesagt, ja, der Wienz, der freut sich, dass er hier ein bisschen in meinem Spotlight baden kann. Der wird nie wieder auf so einer großen Bühne kämpfen wie gegen mich. Ja, das hat Wienz ihm ja offensichtlich übel genommen. Der scheint richtig Spaß daran zu haben, was er hier gerade fabriziert. Es gibt Leute, die verärgert man besser nicht. Ui! Die zweite sitzt nicht und das war's. Das war's. Mario Adorf geht K.O. Da gibt es auch hinten raus noch mal ein paar Nettigkeiten. Da war jede Menge Emotion drin, das hat man gesehen. Aber am Ende können sich beide doch die Hände schütteln. Adolf, sobald er zu sich kommt, reicht seinem Gegner die Hand. Und wir sehen uns dieses Finish hier gleich noch mal. Wow. In der Zeitlupe an, also ich sag mal, einen brachialeren K.O. kann man sich kaum vorstellen. Rechte reingefeuert, mit einem Highkick hinterhergesetzt. Und Wienz, der wusste gar nicht, wie er den Sack am schnellsten zumachen soll, ist direkt noch hinterhergesprungen, wollte noch einen Choke ansetzen, da war Adolf schon längst K.O. Also
der wollte es heute wirklich wissen und hat auf jeden Fall abgeliefert. Meine Hilfe. Was für ein Powerhouse dieser Alexander Wiens ist. Und hier sehen wir es, die Linke eingesprungen. Da wirbelt Adolf Hohn beim Aufstehen. Kriegt er noch den High Kick perfekt getimt von Alexander Wiens. Hier sehen wir es nochmal, steht auf, zack. Natürlich in dem Moment legal. In dem Moment, weil Adolf in dem Moment steht, der Kick zum Kopf legal. Wäre er noch am Boden gewesen, nicht. Ja, hier nochmal Linke auf dem Boden und im nach oben kommen. Der Kick zum Kopf. Perfektes Timing von Wiens. Unglaubliche Kraft und Präzision. Und Kraft und Präzision gewinnt Kämpfe im MMA. Das hat Alexander Wiens bewiesen. Klickzahlen nicht. Auch das hat er bewiesen. Wir sehen hier einen geschlagenen Maurice Adorf. Und natürlich einen Alexander Wiens, der sich zu Recht feiern lässt. Nichtsdestotrotz, dieser Mann hier eine schillernde Persönlichkeit und es wird abzuwarten sein, wie er jetzt hier mit dieser Niederlage umgehen wird. Es wird mit Sicherheit viele Leute geben, die sich darüber freuen, aber wird er daran wachsen oder wird er daran zerbrechen? Das wird die Zukunft zeigen. Wir machen es erstmal offiziell. Michael Royer mit dem offiziellen Urteil. Ladies and Gentlemen, das offizielle Urteil ist kampfgerecht. Sieger nach 1:07 in Runde 1. A winner by knockout. Aus Minden, Alexander Wiens! Kamehame, gute Nacht, der Sieger im Interview mit Marc Bergmann. Aber hier steht nun der Sieger dieses Kampfes, Alexander Wiens. Alexander, jede Menge böses Blut im Vorfeld geflossen. Man hat es dir, glaube ich, auch angesehen. Du warst sehr, sehr aufgeputscht vor diesem Kampf. Und mein Kollege Andreas Kanutakis und ich, wir haben uns die Frage gestellt, wird ihn dieses Aufgeputschtsein blockieren oder motivieren? Ich glaube, die Frage hast du jetzt ganz deutlich beantwortet. Ja, sag du es mir. Wirkte ich blockiert oder? Ja, du hast das auf jeden Fall als Motor genutzt. Das war eine absolut dominante Vorstellung. Man hat das Gefühl gehabt, du wolltest ihn gleich auf mehrere Weise finishen. Du hast ihn ja im Prinzip mit dem High Kick schon K.O. gehabt, bist noch mal hinterhergegangen nach dem Choke. Ging das vielleicht selbst schon ein bisschen zu schnell, dass du es realisieren konntest? Okay, ist schon vorbei? Nach dem Choke? Da war kein Choke. Ich sag, du bist auf ihn drauf und hast versucht, einen Choke anzusetzen. Ach so, ich hab's versucht. Ja, das sah nur so aus. Nochmal die Frage, bitte. Komm einfach weiter zum nächsten Punkt. Er ist direkt wieder wach geworden, hat die Hand ausgestreckt. Ihr habt euch die Hände geschüttelt. Du hast ihm auch nach oben geholfen. Sehr, sehr faire Geste, das sehen wir natürlich gern. Ist das Thema für dich jetzt abgehakt? Der Streit, der Beef, wie man heutzutage in Neudeutsch sagt, habt abgehakt? Er hat Shake Hands gemacht vor dem Fight. Er hat mir seine Faust angeboten. Deswegen war das für mich in Ordnung. Hätte er es nicht gemacht, wäre es nicht vorbei. Alles klar, klare Aussage. Jetzt hast du hier im Prinzip bei GMC nur eine einzige Niederlage und das gegen Felix Schiffert, der hier um den Titel gekämpft hat Anfang des Jahres. Hast jetzt hier eine wirklich sensationelle Leistung abgeliefert, ein Ausrufezeichen gesetzt. Wie geht's weiter? Das kann ich nur schwer beantworten. Ist nicht so leicht, sich auf so einen Kampf vorzubereiten. Das Niveau wird immer höher und wenn man es nicht Vollzeit macht, so wie ich, sondern noch normal arbeiten gehen muss, dann ist das schwierig, sage ich mal. Deswegen, ich will nicht rumheulen, aber ich weiß es nicht. Kann ich nicht ehrlich beantworten. Natürlich, ein Rematch wäre schön in dem Sinne. Ich fordere ihn jetzt nicht heraus oder so, den Felix. Aber grundsätzlich möchte man das wettmachen. Ne? Man verliert nicht gerne, vor allem ich nicht. Und das würde ich natürlich theoretisch schon gerne meine Revanche haben. Ne? Ja, absolut verständlich. Ich glaube, das ist ein Kampf, den alle auch gern sehen würden. Alexander, feier erstmal deinen Sieg.